Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle hier sind zu einer weiteren Ausgabe des GUD, der Vortragsreihe des Instituts für Gesellschaft und Digitales der FH Münster. Heute geht es um Information, passenderweise hier im Zeitungslesesaal der Stadtbibliothek, auch ein Ort der Information, allerdings leider ein ehemaliger Ort der Information, der analogen Information, die vielleicht es auch immer schwieriger hat, weil dieser Zeitungslesesaal hat Corona nicht überlebt, denn ist jetzt nur noch ein reiner Veranstaltungsraum. Zeitung gibt es weiterhin, aber oben im ersten Stock. Also nicht mehr ganz so barrierefrei, wie es früher mal war. Okay, heute geht es um Informationen, digitale Informationen und vor allen Dingen darum, woher wir unsere Informationen bekommen. TikTok versus Tagesschau. Und zwei Wissenschaftlerinnen, die sich in Forschung und Praxis mit dem Informationsverhalten in Social-Media-Zeiten beschäftigen, haben wir heute zu Gast. Einmal die Medien- und Kommunikationswissenschaftlerin Leonie Wunderlich. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Leibniz-Institut für Medienforschung, dem Hans-Beredo-Institut in Hamburg. Und Vanessa Bitter. Sie hat Publizistik und Politikwissenschaft studiert und arbeitet heute bei der Deutschen Presseagentur ebenfalls in Hamburg. Gemeinsam engagieren sie sich in der Nachrichtenkompetenzinitiative Use the News. Steht da, glaube ich, auch oben rechts in der Ecke, genau, habe ich schon gesehen. Und dort beschäftigen Sie sich intensiv mit der Nachrichtennutzung und Medienkompetenz junger Menschen. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute hier sind, dass es jetzt geklappt hat nach Bahnstreik und Verschiebungen etc. Heute klappt es und wir sind froh und gespannt auf Ihren Vortrag. Nach dem Vortrag gibt es wie immer Zeit für Fragen und Diskussionen. Und anschließend können wir bei Flammkuchen und Softdrinks die Gespräche noch weiterführen. Wunderbar, damit übergebe ich das Wort an Leonie Wunderlich und Vanessa Bitter und vielen Dank. Ja, vielen Dank schon mal für die Vorstellung. Ich beginne und als erstes möchte ich euch einmal zeigen, was wir heute vorhaben, worüber wir sprechen werden. Wir werden zuerst die Initiative Use the News einmal kurz vorstellen, weil wir davon ausgehen, dass das nicht alle kennen. Vielleicht haben einige davon schon mal gehört, vielleicht auch nicht. Das wird Vanessa einmal kurz vorstellen, worum es da geht. Dann kommen wir sozusagen zum wissenschaftlichen Teil des Vortrags. Ich habe unterschiedliche Studien mitgebracht, die wir in den vergangenen Jahren durchgeführt haben, die sich alle um die Frage gedreht haben, wie sich junge Menschen heutzutage eigentlich informieren, welche Quellen sie als wichtig erachten für ihre Meinungsbildung und welche Rolle eigentlich journalistische Quellen dabei spielen, aber auch welche Rolle neue Akteure im Feld der Öffentlichkeit, sogenannte Social Media Influencer und Influencerinnen, dabei einnehmen. Am Ende geben wir nochmal ein kleines Fazit und da am Ende steht auch die Frage natürlich, was machen wir jetzt mit diesen Erkenntnissen? Was macht die Use the News-Initiative mit diesen gewonnenen Erkenntnissen? Und da wird Vanessa nochmal einen Einblick geben in die Arbeit der verschiedenen Redaktionen, aber auch in die Arbeit des sogenannten Social News Desk, einer journalistischen Redaktion junger Leute, die explizit darauf ausgerichtet ist, neue Formate für ein junges Publikum über verschiedene Social-Media-Plattformen bereitzustellen. Und das war der Überblick für heute. Und jetzt übergebe ich mal an Vanessa, die damit beginnt, die Initiative vorzustellen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass wir heute da sein dürfen und ein bisschen etwas über Use the News und auch später über das Jahr der Nachricht erzählen dürfen. Das beschäftigt uns nämlich ganz viel in diesem Jahr und da haben wir verschiedene Aktionen, da gehe ich später ein bisschen genauer drauf ein. Generell zum Hintergrund, warum wir uns bei Use the News so viel mit dem Thema Nachrichtenkompetenz auch auseinandersetzen und wo wir auch später, was Leonie erzählen wird, nochmal tiefer einsteigen wird. Generell, was wir aktuell erleben in unserer Gesellschaft, ist eben, dass vor allem sich immer mehr die Nachrichten abwenden und vor allem die 18- bis 24-Jährigen, also vor allem Jugendliche, junge Erwachsene, aktiv Nachrichten vermeiden und sich weniger für diese interessieren. Das zeigen immer wieder Studien, auch unsere Use the News-Studien, die wir veröffentlicht haben. Und man sieht auch hier, das Vertrauen in den Nachrichten sinkt rapide seit den letzten Jahren. Deswegen ist es Zeit, auf jeden Fall zu handeln und das machen wir eben mit Use the News seit 2020. Wir sind eine Nachrichtenkompetenz
Medienkompetenzinitiative, initiiert von der Deutschen Presseagentur und von der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Und unser Ziel ist es eben, wie können wir die Nachrichtenkompetenz vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen nachhaltig stärken und mehr über die Nachrichtennutzung auch dieser Zielgruppe erfahren. Und natürlich damit einhergehend ist auch das Thema Desinformation, spielt eine große Rolle. Wir sehen das gerade in den sozialen Netzwerken, finden immer mehr Falschinformationen auch statt, werden dort verbreitet und finden dort eigentlich ungefiltert eine treffen dort eben eine große Zielgruppe. Und da wollen wir eben dem entgegenwirken mit Use the News und darüber ganz viel auch aufklären. Wie machen wir das konkret? Wir verknüpfen tatsächlich dann vor allem wissenschaftliche Erkenntnisse mit der redaktionellen Praxis und sind eben auch im Bildungsbereich ganz viel aktiv, arbeiten da mit Schulen und Lehrkräften zusammen. Und das machen wir nicht alleine tatsächlich, sondern inzwischen mit einem sehr, sehr großen Netzwerk aus über 40 Partnern aus dem Medienbereich. Dazu zählen unter anderem die öffentlich-rechtlichen, aber auch verschiedene Zeitungsverlage wie Funke oder Spiegel und eben auch verschiedene Initiativen aus dem Bildungsbereich, wie zum Beispiel Journalismus macht Schule oder auch Korrektiv, Salon 5. Und vor ein paar Monaten haben wir eben auch eine Initiative gestartet, wo wir mit Partnerschulen zusammenarbeiten und eben da auch mit Lehrkräften intensiv in den Austausch gehen und natürlich mit der Zielgruppe selbst auch viel zusammenarbeiten. Genau, das sieht man so ein bisschen hier auch nochmal aufgebaut, wie wir grundsätzlich bei Use the News arbeiten. Alles basiert erstmal auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, wo wir eben mit dem Leibniz-Institut für Medienforschung zusammenarbeiten. Und wir tragen dann diese wissenschaftlichen Erkenntnisse in unsere drei Säulen hinein. Das ist zum einen unser News Literacy Lab, wo wir mit unseren Medienpartnern zusammenarbeiten und in monatlichen Workshops daran arbeiten, wie wir eben neue Nachrichtenformate für junge Zielgruppen entwickeln können. Dann haben wir das Open News Education Programm, das ist unsere Bildungssäule, wo wir viel mit Lehrkräften zusammenarbeiten und an neuen Formaten und Lehrangeboten für Schulen arbeiten. Und dann haben wir unsere sogenannte Newsy Community, das sind 14- bis 24-jährige Jugendliche, junge Erwachsene, die sich eben schon sehr für Nachrichten interessieren. Und mit denen sind wir ganz viel im Austausch, auch in monatlichen Webinaren und Workshops und verbinden letztendlich auch die Zielgruppe dann wiederum mit unseren Medienpartnern und mit den Schulen, woraus dann wiederum auch verschiedene Projekte entstehen. Also der Austausch mit der Zielgruppe ist uns dahingehend natürlich auch besonders wichtig, weil wir müssen sie natürlich einbeziehen, um auch zu den entsprechenden Ergebnissen und Erkenntnissen zu kommen. Genau, und damit gebe ich schon wieder weiter an Leonie, was die Studien und den Einblick daran betrifft. Ja, wir legen los mit der sogenannten Grundlagenstudie, in der es uns erstmal darum ging, ganz allgemein gesagt zu schauen, wie informieren sich Jugendliche und junge Erwachsene, welche Quellen nutzen sie, wie kompetent sind sie in dem, was sie machen. Und diese Studie, das war eine repräsentative Face-to-Face-Umfrage, also eine groß angelegte quantitative Studie, in der wir mit jeweils 500 Jugendliche, junge Erwachsene und als Kontrastgruppe Erwachsene rekrutiert wurden. Und das war auch rotiert nach der Bildung. Das heißt, wir haben geschaut, dass es in den Altersgruppen jeweils ungefähr die Hälfte waren, die eine sogenannte niedrige formale Bildung mitbringen. Das bedeutet, dass beispielsweise junge Erwachsene kein Abitur haben oder Jugendliche nicht das Abitur anstreben bzw. ja auf einer Schulform sind, wo nicht das Abitur mit einhergeht und 50% eben eine formal hohe Bildung mitbringen. Und das Ganze ist schon ein bisschen her, wie gesagt, das war sozusagen der Start, der Auftakt in das Projekt. Die Studie wurde durchgeführt Ende 2020. Wer sich erinnert, da waren noch Corona-Zeiten, es gab auch Ausgangsrestriktionen. Das hatte aber keine Auswirkungen auf die Durchführung der Befragung. Wie gesagt, es waren wirklich Face-to-Face-Interviews, wo mit über 1.500 Menschen eben diese Befragung computergestützt durchgeführt wurde. Und wir haben in der Befragung alles Mögliche erhoben. Ich möchte einmal sozusagen Ihnen den Kern davon vorstellen. Und zwar hat uns ja interessiert zum einen das Interesse. Das heißt, wie interessiert waren die Befragten denn am aktuellen Geschehen? Und vor allem auch, wie schätzen Sie das für sich selbst ein, die Relevanz, informiert zu sein? Also wie wichtig ist es für Sie, auf dem aktuellen Stand zu sein?
Zweitens haben wir gefragt nach der Nutzung. Also über welche Quellen wird sich denn in der Regel informiert, was wird genutzt. Und dabei haben wir unterschieden zwischen klassisch-journalistischen Quellen, da waren dann, wurden Beispiele gegeben, damit die Befragten auch wissen, was wir damit meinen. Und das wäre dann sowas wie die Tagesschau, also unabhängig davon, ob das im Fernsehen linear geschaut wird oder auch über die App oder andere Zeitungen wie der Spiegel oder Magazine wie der Spiegel oder die Zeit. Nicht-journalistische Quellen wiederum, das wäre sowas wie persönliche Bekannte, aber auch bekannte Persönlichkeiten aus dem Film, Musik oder Sportgeschäft. Über die Nutzung hinaus haben wir nach der Meinungsbildungsrelevanz gefragt, weil wir eben wissen, dass es zwei unterschiedliche Dinge sein können, das, was ich nutze und das, was ich als wichtig erachte, um mir eine Meinung zu einem aktuellen Thema zu bilden. Und auch hier bei der Meinungsbildung haben wir wieder differenziert nach den journalistischen und nicht-journalistischen Quellen. Und zuletzt haben wir dann noch die wahrgenommene Informiertheit abgefragt. Also nicht das objektive Wissen, was die Menschen über soziopolitische Themen wissen, und danach haben wir auch gefragt. Aber hierbei ging es darum, wie gut die Befragten ihr eigenes Wissen selbst einschätzen. Und dann haben wir viele statistische Dinge wie eine Faktorenanalyse und eine Segmentierung vorgenommen. Darauf werde ich aber nicht eingehen. Das Wichtige ist, dass wir sehen, dass wenn wir nach diesen ganzen Dingen gefragt haben, dass sich sozusagen diese Achsen aufspannen, die jeweils hoch ausgeprägt sein können, verdeutlicht durch das Plus, oder gering ausgeprägt sein können, verdeutlicht durch das Minus. Und was das heißt, das werde ich jetzt direkt zeigen. Also wir haben in der oberen Ecke bei Plus Personen, die eben angegeben haben, ein sehr hohes Interesse an Nachrichten und Informationen zu haben, die journalistische, aber auch nicht journalistische Quellen nutzen, um sich zu informieren, und die diese Quellen auch als sehr relevant für die eigene Meinungsbildung ansehen. Und diese Personen schätzen sich selbst auch als gut informiert ein. So, auf der anderen gegenüberliegenden Seite, bei den beiden Minusen, haben wir jetzt Personen, die kaum Interesse am aktuellen Geschehen haben, die weder journalistische noch journalistische Quellen nutzen, also die insgesamt ein sehr geringes Informationsniveau aufweisen und die sich selbst auch als kaum informiert einschätzen. Dann haben wir hier in der Ecke noch die Fraktion Journalismus, sage ich mal. Die sind hier beim Plus eingeordnet und auf der anderen Achse beim Minus. Und das heißt, dass diese Personen auch ein hohes Interesse haben und dass sie eben sich darauf fokussieren, ausschließlich journalistische Quellen zu nutzen und diese auch als wichtig achten. Und das Besondere ist, dass sie gleichzeitig nicht journalistische Quellen nicht nutzen und für die auch nicht wichtig sind. Und auch hier haben wir sozusagen den sogenannten Gegenspieler in der unteren Ecke hier. Das sind jetzt Personen, die zwar nicht Journalismus nutzen, um sich zu informieren, die aber auf andere Quellen zurückgreifen, auch von sich sagen, dass sie ein relativ geringes Interesse haben, sich auch als kaum informiert einschätzen, aber für die nicht journalistische Quellen eine sehr hohe Relevanz haben. Und diesen Personengruppen haben wir Namen gegeben. Wir nennen diese Personen hier oben die umfassend informationsorientierten, weil sie eben ja, die ganze Vielfalt an Informationsquellen nutzen, sozusagen, die es gibt. Dann haben wir dem gegenüber die sogenannten gering informationsorientierten, also Personen niedrigen Interesse, niedrigen Nutzungsniveau. Dann haben wir hier noch die Fraktion Journalismus, die journalistisch orientierten. Und zuletzt haben wir die Personengruppe der nicht journalistisch Orientierten, für die eben andere Akteure eine große Rolle spielen. Und diese vier Typen der Informationsorientierung, die sehen wir in allen Altersgruppen und in allen Bildungsgruppen. Natürlich in unterschiedlicher Zusammensetzung, das zeige ich später auch nochmal. Aber wichtig ist, dass das sozusagen ein robustes Muster ist, was sich altersübergreifend finden lässt. Und dann haben wir natürlich noch weitere Dinge abgefragt. Ich werde jetzt nur auf ein paar eingehen können, aber ich möchte Ihnen als nächstes einmal zeigen, warum sich die Befragten, also warum es für sie wichtig ist, sich zu informieren. Und das ist auch immer aufgeteilt nach den Typen, also die Farben merken, das sind dann immer die Typen, um die es geht. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel dargestellt die Gründe, warum es wichtig ist, sich auf dem Laufenden zu halten.
Und wir sehen hier, der Aspekt mitreden können ist typübergreifend wichtig. Also, Befragte haben angegeben, es ist ihnen wichtig, auf dem Laufenden zu sein, um an Unterhaltungen im Freundeskreis teilzunehmen, im Familienkreis, aber auch um in der Schule mitreden zu können. Und wir sehen, dass es alles relativ hohe Werte sind, und zwar typübergreifend. Und das ist eine ganz wichtige Sache, die wir auch in anderen Studien sehen, dass es eben für junge Menschen weniger wichtig ist, aufgrund so einer individuellen Perspektive, also ich möchte informiert sein, um meiner Rolle als Bürger oder Bürgerin gerecht zu werden, oder ich möchte meinen Beitrag zur demokratischen Gesellschaft leisten können. Also solche Aspekte, die für erwachsene Personen eher eine Rolle spielen, die sind eben für junge Menschen nicht so wichtig. Für Jugendliche steht es eher im Vordergrund, Bescheid zu wissen, damit sie nicht außen vor sind. Wenn es zum Beispiel im Unterricht um bestimmte Themen geht, damit sie sich in der Freundesgruppe einbringen können und mitreden können, wenn es wichtig ist. Und da ist natürlich jetzt die Frage, welche Informationsquellen werden da explizit genutzt. Auch hier wieder dargestellt nach den verschiedenen Typen. Und wir sehen hier ganz vorne Social Media. Also soziale Medien spielen typübergreifend eine Rolle. Für die nicht journalistisch Orientierten sind es beispielsweise 100%, also alle, die sagen, ich nutze soziale Medien als Informationsquelle. Wir sehen aber auch, dass es auch unter Jugendlichen noch welche gibt, die zum Beispiel klassisch Fernsehen, klassisch Radio, das sind jetzt nicht die Online-Angebote hier, die gemeint sind, sondern wirklich lineares Fernsehen oder lineares Radio beziehungsweise Tageszeitungen, Print-Tageszeitungen lesen. Aber das sind eben, wenn Sie auf die Farbe schauen, die Jugendlichen, die eben journalistisch oder umfassend informationsorientiert sind. Das sind also junge Leute, die auch sehr interessiert sind am aktuellen Geschehen. Und was auch eine große Rolle spielt, ist der familiäre Kontext. Das heißt, es wird sich viel, gerade in dem Alter, 14- bis 17-Jährige leben ja in der Regel noch zu Hause. Das heißt, da wird sich auch viel von der Mediennutzung der Eltern abgeschaut. Wenn da abends Fernsehen geguckt wird, wenn im Auto Radio gehört wird, wenn da vielleicht eine Print-Tageszeitung auf dem Tisch liegt, dann hat das natürlich auch Auswirkungen darauf, wie Jugendliche selbst Medien nutzen. Ja, wir sehen also, soziale Medien sind wichtig. Es gibt aber diverse Plattformen und vor allem auf diesen Plattformen ja auch diverse Akteursgruppen, die da agieren. Deswegen sind wir einen Schritt weitergegangen und haben nochmal gefragt, wer ist es denn in sozialen Medien, dem ihr folgt für Informationen? Und das sehen wir hier, das sind die abonnierten bzw. gefolgten Akteure auf Social Media Plattformen. Und ganz vorne mit dabei sind persönlich Bekannte, Freunde und Familie, klar, dafür sind soziale Medien in erster Linie da. Es sind aber auch Influencer und Influencerinnen oder eben Stars aus dem Film-, Musik- und Sportgeschäft. Und wir sehen auch hier, es sind vor allem wieder Jugendliche, die teilweise oder auch gar nicht auf Journalismus gucken, um sich zu informieren, für die eben diese Akteursgruppen eine große Rolle spielen. Wir sehen hier, dass zum Beispiel für über die Hälfte, also über 60% der umfassend und nicht journalistisch orientierten Influencer eine sehr relevante Quelle sind für die Nachrichtennutzung. Hier abgebildet ist jetzt nicht die Meinungsbildung, aber da zeigt sich ein ähnliches Bild, dass diese Quellen eben auch als wichtig anerkannt werden, wenn es darum geht, sich eine Meinung zu bilden. Wir können also festhalten, dass es unterschiedliche Typen der Informationsorientierung gibt, also dass Jugendliche sich sehr, sehr unterschiedlich informieren. Wir haben eine Teilgruppe, die sogenannten gering informationsorientierten, die Roten, die eben wenig Interesse haben, geringes Nutzungsniveau etc. Und wir sehen, dass typübergreifend eben soziale Medien und dort auftretende Akteure, insbesondere Influencer und Influencerinnen, für die Nutzung und auch für die Meinungsbildung eine wichtige Rolle spielen. Und aufgrund dieser Erkenntnislage haben wir weitere Fokusstudien durchgeführt zu eben dieser Teilgruppe junger Menschen, zu den sogenannten gering informationsorientierten. Das sind eben nicht sozusagen die Problemfälle. Also wir haben Jugendliche, die super interessiert sind, die Journalismus nutzen. Das ist alles schön, aber wir haben eben auch diese Teilgruppen, wo wir sehen, es gibt eine Entfremdung von Journalismus, es gibt eine Entfernung generell vom Informationsgeschehen.
Und dann haben wir uns noch auf die Akteursgruppe Influencer bzw. Influencerinnen konzentriert, weil wir da mit dieser groß angelegten Befragung eben an die Grenze stoßen, dass wir zum Beispiel nicht wissen, wenn diese Personengruppe jetzt wichtig ist für die Nutzung und die Meinungsbildung, wissen wir gar nicht, wen die Befragten im Kopf haben, wenn sie zum Beispiel angeben, dass Influencer und Influencerinnen wichtig sind. Eine Person hat vielleicht Wieso, den mit den blauen Haaren im Sinn, eine andere Person hat vielleicht Diana zu Löwen, eine Beauty-Influencerin im Kopf. Also wir wissen gar nicht, welche Personen stehen da eigentlich hinter und wie sind diese Persönlichkeiten in Nutzungs- und Meinungsbildungsprozesse eingebunden. Und deswegen wollten wir eben durch diese Fokusstudien tiefere Einblicke sowohl in die Gruppe dieser Nutzerinnen und Nutzer bekommen, als auch in die Akteursgruppe. Und damit wären wir auch schon bei den sogenannten geringinformationsorientierten. Ich hatte schon angedeutet, dass ich die Verteilung noch einmal aufzeigen werde. Wir haben jetzt hier die Typverteilung für die Jugendlichen, 14- bis 17-Jährigen, einmal mit der niedrigen formalen Bildung und der hohen formalen Bildung. Wir sehen sehr, sehr große Unterschiede. Also bei den Jugendlichen sind es über die Hälfte, die eben diesem Typ geringinformationsorientiert entsprechen. Bei niedriger Bildung. Bei der Gruppe mit der formal hohen Bildung ist es nur noch die Hälfte, also sind es nur noch in Anführungsstrichen 25%. Und was auch interessant ist, dass wir sehen, dass es sehr, sehr viele Jugendliche gibt, die sich umfassend informieren, also die zu journalistischen Quellen ergänzend noch andere hinzuziehen. Ich werde jetzt nicht im Detail darauf eingehen, aber ganz grob sieht man, was man sich auch denken kann, dass je älter die Befragten werden, also hier haben wir die Kontrastgruppe der 40- bis 50-Jährigen, je älter die Befragten werden, desto größer ist eben der Anteil der Personen, die sich noch an klassischem Journalismus orientieren und desto geringer ist der Anteil der geringen Informationsorientierten, wo es auch nicht mehr so große Unterschiede gibt, was die Bildung angeht. Aber wir konzentrieren uns ja auf junge Menschen und zwar auf die geringen Informationsorientierten. Wie sind wir da vorgegangen? Anders als in der Umfrage davor. Und zwar haben wir hier Fokusgruppen geführt. Das heißt, wir haben uns mit immer Gruppen von Jugendlichen und jungen Erwachsenen an einen Tisch gesetzt, mit 5 bis 6 Jugendlichen ungefähr und auch mit jungen Erwachsenen. Wir haben insgesamt 10 solcher Fokusgruppen durchgeführt in unterschiedlichen deutschen Städten. Und das Ganze hat stattgefunden letztes Jahr im Sommer. Und das Besondere ist hier, was ich nochmal hervorheben möchte, ist, dass wir die Fokusgruppen, die waren nicht mit fremden Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammengesetzt, sondern wir haben uns immer mit Gruppen unterhalten, die aus einem sozialen Gefüge kommen und sich schon untereinander kennen, um eben so ein bisschen dem entgegenzuwirken, dass zum Beispiel soziale Erwünschtheit auftritt oder dass es unangenehm ist, über ihre Informationsnutzung zu sprechen und ihnen eben eine angenehme Gesprächssituation zu geben. Und auch hier kann ich nicht alle Ergebnisse vorstellen, aber ich möchte sozusagen auf die wichtigsten Erkenntnisse eingehen. Und zwar haben wir uns damit beschäftigt, was für Informationsbedürfnisse diese jungen Menschen denn generell haben. Man kann das so ein bisschen unterscheiden, zumindest in der Forschungsliteratur. Da gibt es zum einen das ganz allgemeine Informationsbedürfnis. Also das ist so das Bedürfnis zu wissen allgemein, was in der Welt und um mich herum vor sich geht. Und dieses ganz allgemeine Bedürfnis, das ist, wie zu erwarten, unter den Befragten sehr, sehr gering ausgeprägt. Und damit geht eben einher, dass Nachrichten oder auch Informationen nicht aktiv genutzt werden und so ein aktiver Konsum stattfindet, sondern dass es eher zufällige Nachrichtenkontakte sind, die im Kontext mit der Nutzung von sozialen Medien, allen voran der Plattform TikTok und Instagram entstehen. Neben diesem ganz allgemeinen Informationsbedürfnis gibt es sogenannte gruppenbezogene Informationsbedürfnisse und thematische Interessen. Und die sind stark ausgeprägt bei jungen Menschen generell, weil sie sich natürlich in einer Phase des Lebens befinden, wo es eben wichtig ist, wir haben es eben schon gesehen, Bescheid zu wissen, um in der Gruppe mitreden zu können. Und hier sehen wir, dass natürlich auch diese jungen Menschen Interessen haben,
dass sie sich über Informationen austauschen. Und zwar sind es vor allem Informationen, die eben Relevanz in ihrer sozialen Bezugsgruppe haben. Oder es sind eben gemeinsame Schulthemen, vor allem bei den Jugendlichen. Und hier haben wir gesehen, dass es zum Beispiel Unterschiede gab in Fokusgruppen, die, wo es eben viele männliche Teilnehmende gab. Da waren es dann Themen wie beispielsweise Motorsport, Fitness, Fußball etc., die da diskutiert wurden, während in Gruppen, die einen hohen Frauenanteil hatten und wo auch viele Personen dabei waren, die Migrationshintergrund haben, wobei man sagen muss, das ist Migrationshintergrund die Definition des Statistischen Bundesamtes. Das ist ja immer die Frage, wie man das definiert, aber das ist die Definition des Bundesamtes. Dass in diesen Gruppen vor allem Themen besprochen werden, die auch die eigene Identität, die eigene Religion betreffen, genauso Themen wie Frauenrechte etc. Und dann haben wir so in der Spitze sozusagen noch die konkreten Informationsbedürfnisse oder sogenannte Problemlösungsbedürfnisse. Das ist dann sowas, wenn ich wirklich etwas wissen will und mich auch aktiv informiere. Und hier sehen wir, dass eben eine aktive Informationsnutzung in dieser Gruppe nur anlassbezogen stattfindet. Das heißt, wenn beispielsweise in der Schule der Auftrag gegeben wird, sich über ein bestimmtes Thema zu informieren, als Hausaufgabe oder als sonstiges, oder wenn die Situation so ist, dass die Jugendlichen in ihrem Social Media Feed, zum Beispiel bei TikTok oder bei Instagram sind und an einem Thema hängen bleiben, was sie so sehr interessiert, dass sie sagen, da gucke ich jetzt selbst nochmal nach. Wie geschieht das dann? Das geschieht in der Regel über eine Google-Eingabe, also über eine Google-Suche oder je nachdem, um welches Thema es sich handelt, auch zum Teil über eine Suche bei YouTube. Ja, und insgesamt sehen wir eben, dass unter den Jugendlichen, jungen Erwachsenen, mit denen wir gesprochen haben, es sich hauptsächlich um zufällige und beiläufige Nachrichtenkontakte handelt, die eben im Zusammenspiel mit der Social-Media-Nutzung und vor allem auch im Zusammenspiel mit dem Algorithmus der jeweiligen Plattform stehen. Es ist zum Beispiel so, dass bei TikTok weniger aktiv Accounts gefolgt wird und es eher das konsumiert wird, was eben der Algorithmus auf der For You-Page für die Jugendlichen ausspielt. Gleichzeitig sehen wir, dass die Teilnehmenden ein sehr schmales Informationsrepertoire haben. Das heißt, dass sie zum Ersten kaum journalistische Angebote nutzen und, das ist eben der Unterschied zu anderen Jugendlichen, dass sie auch diese nicht ergänzend hinzuziehen, denn natürlich spielen soziale Medien eine große Rolle für junge Menschen, aber der Unterschied ist eben, dass die einen soziale Medien nutzen und sich zusätzlich noch in weiteren Quellen informieren und die anderen, also gering informationsorientierte, dieses zusätzlich eben nicht tun. Gleichzeitig sehen wir, dass einzelne Social Media Content Creator die Rolle als Informationsquelle eingenommen haben und was auch ganz wichtig ist, was auch so ein bisschen die Antwort auf die Frage ist, warum ist das eigentlich so? Die Befragten sehen die in ihrer Altersgruppe relevanten Themen sowie ihrer Herkunft und ihrer Lebensrealität entsprechende Probleme in den klassischen Medien eben nicht oder nicht ausreichend repräsentiert. Und den eigenen Angaben nach wenden sie sich dann eben an einzelne Persönlichkeiten, die sie persönlich kennen oder auch nicht, in sozialen Medien. Und was das für Folgen hat, das wird Vanessa später noch vorstellen. Ich werde jetzt erstmal noch die letzte Studie vorstellen, wo wir uns nicht die Nutzerinnen und Nutzer angeschaut haben, sondern die Akteursgruppe, die sogenannten Social Media Content Creator. Und hier sind wir auch wieder anders vorgegangen. Wir haben keine Gruppengespräche geführt, sondern wir haben Einzelinterviews durchgeführt, auch wieder mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Auch wieder haben wir geschaut, dass es eben der Bildung dem Geschlecht entsprechend durchmischt ist und das Ganze hat 2022 stattgefunden. Und auch hier kann ich leider wieder nur einen Bruchteil der Erkenntnisse vorstellen, aber wir haben am Ende auch alle Studien verlinkt, also für die, die sich besonders dafür interessieren, die können da nochmal reinschauen. Wir haben als allererstes, beziehungsweise wir wollten als allererstes herausfinden, was die Nutzerinnen und Nutzer selbst eigentlich unter dem Begriff Influencer verstehen. Weil in unserer Studie, aber auch in anderen Nutzungsstudien wie dem Reuters Institute Digital News Report,
wird diese Gruppe immer angegeben mit dem Begriff Influencer oder Influencerin. Wir wissen aber, wie gesagt, gar nicht, wen die Befragten da eigentlich im Kopf haben. Deswegen sind wir sehr offen rangegangen. Wir haben den Begriff in den Gesprächen selbst nicht benutzt. Wenn ein Account oder eine Persönlichkeit als Influencer, Influencerin bezeichnet wurde, dann haben wir das als Anlass genommen und eben konkret nachgefragt, um herauszufinden, was damit eigentlich gemeint ist. Und dabei sind unterschiedliche Definitionsversuche zustande gekommen. Einige Befragte haben zum Beispiel gesagt, dass Influencerin Leute des öffentlichen Lebens sind, dass sie viel von sich posten, dass sie eine gewisse Reichweite haben, dass sie ihr Leben öffentlich machen und dass man einfach den ganzen Tag mitverfolgen kann, dass sie ihre Followerschaft auf dem neuesten Stand halten. Wieder andere haben die Definition so ein bisschen an der Art der Bekanntheit festgemacht und gesagt, dass Influencer oder Influencerinnen eben Personen sind, die wirklich nur über soziale Medien bekannt geworden sind und vorab nicht bekannt waren. Und wieder andere haben gesagt, dass Influencer eine Inspirationsquelle sind, dass Influencer eben einen guten Lifestyle haben, den sie weitertragen. Also wir sehen schon, es gab sehr, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber, was das eigentlich für Persönlichkeiten sind. Wichtig ist aber festzuhalten, dass diese Personen sozusagen eine bestimmte Teilgruppe sind, die in sozialen Medien agiert und die sich auch auf jeden Fall von anderen, ebenfalls in sozialen Medien agierenden Akteursgruppen unterscheidet. Und zwar werden eben mit Influencer oder Influencerin vor allem Personen verbunden, die sich den Bereichen Sport, Mode, Lifestyle zugehörig fühlen und die eben auch Werbekooperation, Werbung etc. nutzen. Ja, wir haben uns dann im Besonderen angeschaut, warum Jugendliche oder junge Erwachsene diesen Persönlichkeiten eigentlich folgen und haben sechs Nutzungsmotive sozusagen identifiziert. Und ich werde jetzt die drei vorstellen, die eben mit dieser speziellen Gruppe der Influencer und Influencerinnen zusammenhängen. Und das ist zum einen die Inspiration und Motivation. Wir haben hier eine junge Befragte, die zum Beispiel gesagt hat, dass sie Lola Weipert folgt, weil sie mit ihr eben einen gewissen Lifestyle verbindet, weil sie diese Persönlichkeit als inspirierend ansieht und es auch schön findet, sie anzugucken, da sie so eine gewisse Positivität ausstrahlt. Der Aspekt Kommunikation und Integration ist auch sehr wichtig. Das zeigt sich hier an dem Zitat, da haben wir einen jungen Teilnehmer, der sagt, dass er einer TikTokerin, Charlie D'Amelio, folgt und das auch so als Mainstream-Ding ansieht, dass er ihr aber folgt, damit er geupdatet ist, damit er nicht so eine Fear to Miss Out hat, also verpasst, worüber andere noch sprechen könnten. Und das ist auch wieder dieser Aspekt des Mitredenkönnens. Das ist eben super wichtig. Das sehen wir auch in den Interviews mit anderen, vor allem jugendlichen Mädchen, für die es eben sehr, sehr wichtig ist, da auf dem Laufenden zu sein, was sich tut in dem Influencerin-Game bei YouTube, aber auch bei Instagram, weil es eben super wichtig ist, auf dem Pausenhof in ihrer Freundesgruppe dann mitreden zu können. Und der letzte Aspekt, der mit dieser Akteursgruppe verbunden ist, das ist der Aspekt der vermeintlichen sozialen Nähe. Hier haben wir zum Beispiel eine junge Teilnehmerin, die sagt, dass sie Kendall Jenner folgt, weil sie irgendwie beeindruckt. Sie findet es schön, dass diese Persönlichkeit ihre Kinder und ihren Alltag zeigt, dass sie eben erzählt, was sie machen, wenn sie beispielsweise auf einen Ausflug gehen und sie sich das angucken kann und dann vermeintlich an diesem Leben auch teilhaben kann. Ja, was sagt uns das jetzt? Ein kleines Zwischenresümee. Also ich wollte zum einen deutlich machen, dass es nicht die jungen Menschen gibt. Das ist so ein bisschen was man beobachten kann, dass die alle über einen Kamm geschert werden und dass wir beispielsweise oftmals angemerkt wird, dass sich junge Menschen ja nur noch in sozialen Medien informieren würden. Aber ich hoffe, dass ich deutlich machen konnte, dass
junge Menschen sich halt ganz, ganz unterschiedlich informieren. Also es gibt die, die ausschließlich in sozialen Medien unterwegs sind, die sich auch generell nicht so interessieren. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Gruppen junger Menschen, die super interessiert sind, super engagiert sind, die klassisch journalistische Quellen noch nutzen, andere Quellen ergänzend hinzuziehen und sich eben sehr umfassend über alles informieren, was sie an Themen interessiert. Zweitens sehen wir, ja, das hatte Vanessa am Anfang ja auch schon gesagt, das sind Daten aus dem Reuters Report, der eben Informationen zur jährlichen Nachrichtennutzung liefert und in dem Fall, dass man da auch eben einen Trend ablesen können. Das können wir mit unserer Studie nicht bieten, weil die eben einmal durchgeführt wurde und nicht seit jetzt mittlerweile über 10 Jahren durchgeführt wird. Wir sehen aber in diesen Langzeitstudien, dass sich abzeichnet, dass vor allem junge Erwachsene eben ein sinkendes Interesse daran haben, Nachrichten zu rezipieren und eben auch das allgemeine Medienvertrauen dieser Altersgruppe sinkt. Ich habe Ihnen die Gruppe der gering informationsorientierten vorgestellt. Das ist eben eine Teilgruppe unter jungen Menschen, für die es nicht wichtig ist, informiert zu sein, die sich nicht informieren, die aber durchaus ihre individuellen Interessen und Lebenslagen mit sich bringen. Und hier ist es eben wichtig, dass wir anerkennen, dass diese Personen sich selbst und ihre Lebenswelt in den klassischen Medien nicht ausreichend präsentiert sehen, dass sie ihre Perspektive dort auch oft nicht ausreichend repräsentiert sehen. Wir sehen, dass es eine hohe Relevanz von sozialen Medien gibt und auch nicht journalistische Akteure unter jungen Menschen. Aber wie gesagt, das muss man auch differenziert betrachten, weil eben diese Teilgruppe der Influencer und Influencerinnen überwiegend Inspiration bieten. Sie bieten Gesprächsstoff, um an Gruppengesprächen teilzunehmen. Sie bieten vor allem auch Identifikationspotenzial und sind eben teilweise meinungsbildungsrelevant. Gleichzeitig ist es aber so, dass wenn es um vor allem politische Informationen geht, dass da dann noch so Accounts internationaler Nachrichtenanbieter vor allem hinzugezogen werden. Und wenn es darum geht, welche Implikationen das Ganze eigentlich für demokratische Öffentlichkeiten hat, muss man sagen, die ergeben sich in der Tat, aber erst natürlich bei einer zum Beispiel anhaltenden Vermeidung von nachrichtlichen Inhalten oder wenn wir jetzt auf die Gruppe der gering informationsorientierten schauen, dass sich, wenn sich dieses Verhalten sozusagen auch mit dem Alter vorträgt und dann im Alter sich das auch nicht ändert, was das Interesse etc. angeht. Und das waren jetzt so das Fazit, was ich aus den Studien ziehe. Ich werde jetzt nochmal an Vanessa geben, weil wir natürlich diese ganzen Erkenntnisse, die ich heute vorgestellt habe, aber darüber hinaus uns nochmal angeschaut haben, aus der Perspektive heraus, was der Journalismus eigentlich davon lernen kann und vor allem auch, was Redaktionen tun können, um eben junge Menschen zu erreichen und vor allem auch solche zu erreichen, die mit Journalismus und Nachrichten nicht so viel Ahnung haben. Genau, und ich hatte ja anfangs auch schon erwähnt, dass wir dafür dieses Jahr etwas ganz Besonderes gemacht haben, um eben die Erkenntnisse aus den Studien auch in die Praxis zu überführen. Und das ist unser Jahr der Nachricht, was wir zusammen mit unseren Medienpartnern ausgerufen haben in diesem Jahr, mit dem Ziel, auf die Unverzichtbarkeit von verlässlichen Nachrichten aufmerksam zu machen und Desinformation zu bekämpfen. Warum ausgerechnet 2024? Wir haben diese Woche, feiern wir eben 75 Jahre Grundgesetz, das heißt, daran geht auch natürlich Artikel 5 und die Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, die damit festgehalten ist. Und nicht zuletzt haben wir dieses Jahr mit dem Wahljahr natürlich auch ein entscheidendes Jahr, wo eben auch sehr viel Desinformation wiederum im Netz kursiert und deswegen haben wir gesagt, 2024 ist das Jahr, wir müssen etwas tun. Wie machen wir das? Wie gehen wir dort vor? Wir haben insgesamt 4 Säulen im Jahr der Nachricht, um die breite Bevölkerung einerseits zu erreichen, aber dann vor allem eben unsere Kernzielgruppe, die 14- bis 24-Jährigen. Wir haben eine große Kampagne ausgerollt, die über verschiedene Kanäle aktuell auch läuft. Da geht es vor allem darum, eben die breite Bevölkerung in Deutschland noch abzuholen und über Desinformation aufzuklären. Wir arbeiten dann mit verschiedenen Testimonials, also bekannten Gesichtern aus Fernsehen und zum Beispiel auch Content-Creatern zusammen. Und gerne mal auf jadernachricht.de vorbeischauen, da gibt es zum Beispiel auch Tipps, wie man eben Desinformation entlarven kann.
Ja, und dann haben unsere drei Säulen, um eben vor allem die junge Zielgruppe abzuholen. Und das ist zum einen unser Social News Daily Format, da gehe ich gleich ein bisschen im Speziellen nochmal drauf ein, weil da ist sozusagen, und das beschreibt unser Labor, wo wir mit unseren Medienpartnern zusammen auch arbeiten, um genau das, was eben Leonie auch gerade beschrieben hat, was wir in Studien herausgefunden haben, wie können wir tatsächlich noch die 14- bis 24-Jährigen erreichen mit Nachrichten. Da wollen wir eben ganz viel testen und schauen, wie wir eben mit neuen Formaten eben auch diese junge Zielgruppe besser erreichen. Dann haben wir Newscamps, bundesweite Newscamps, was Eventformate sind, wo wir eben Schulklassen anbieten und zum Beispiel Workshops geben, um auch in Richtung Faktencheck und Desinformation eben zu erkennen oder eben auch generell zu zeigen, was ist eigentlich, was macht so ein Journalist eigentlich den ganzen Tag, was beschäftigt so die Medienbranche. Da wollen wir eben in den Austausch mit den Jugendlichen kommen. Auch da haben schon die ersten Newscamps stattgefunden und werden jetzt auch in der nächsten Zeit noch weiter stattfinden. Also wir haben da eine Reihe an Events tatsächlich geplant, die in den verschiedenen Bundesländern auch stattfinden. Und unsere vierte Säule sind die Modellprojekte. Das beschreibt so ein bisschen Co-Creation in dem Sinne, dass wir eben hier auch mit Schulklassen und unseren Medienpartnern direkt zusammenarbeiten und diese vernetzen. Und in Projekten dort Inhalte entstehen von den Schülerinnen und Schülern, die dann wiederum auf den Plattformen unserer jeweiligen Medienpartner dann veröffentlicht werden. Und da geht es vor allem um lokale Themen und Zukunftsthemen der Region, weil wir eben da auch merken, je näher eben auch das Thema natürlich die Jugendlichen betrifft in ihrer Lebenswirklichkeit, umso besser ist es und umso besser verstehen sie eben auch, warum Journalismus und Nachrichten so wichtig sind. Genau, und ich würde so ein bisschen jetzt mehr noch eingehen in unser Format Social News Daily. Das ist eben, wie gesagt, die Redaktion, die wir neu aufgebaut haben Anfang des Jahres. Und da beschäftigen wir uns eben vor allem mit der Frage, was haben Nachrichten mit meinem Leben zu tun? Also das ist ein Zitat, was auch in der Studie, in der ersten Grundlagenstudie von News to News von einer 16-jährigen Schülerin gesagt wurde und was uns generell bei News to News ganz viel beschäftigt und wir uns so ein bisschen darum auch kreisen. Und das wollen wir eben beantworten und da eben neue Ansätze finden, wie wir eben Nachrichten vor allem auf Social Media so transportieren können, dass es eben auch bei den Jugendlichen entsprechend ankommt. Genau, wir haben da, sind seit Anfang des Jahres aktiv auf TikTok, Instagram und YouTube, haben da angefangen viel mit sogenannten Vertical-Formaten, also Hochkant-Formaten, und sind jetzt auch dabei, auch in Richtung Livestream das Ganze weiter auszubauen. Und das ändert sich sozusagen auch von Tag zu Tag, was wir dort auch veröffentlichen und produzieren, weil wir eben uns eben als Labor- und Experimentiereinheit auch verstehen. Und das Besondere vielleicht noch dazu gesagt ist, dass wir eben von Woche zu Woche auch mit unseren Medienpartnern zusammenarbeiten. Das heißt zum Beispiel hatten wir auch eine Woche mit der Tagesschau zusammen oder wir haben eine Woche mit der Funke Mediengruppe zusammen. Und das Schöne ist tatsächlich so, dass eben auch die verschiedenen Nachwuchskräfte aus den verschiedenen Medienhäusern auch zusammenkommen und da eben gemeinsam mit uns eben an einem neuen Format arbeiten. Genau, wie gelingt uns denn generell das, also wie finden wir so eine Antwort auf die Frage, was haben Nachrichten mit meinem Leben zu tun, was sind vielleicht so die ersten Erkenntnisse, die wir auch mitgenommen haben. Ich habe da mal so ein paar Beispiele mitgebracht, die das vielleicht zeigen, wo, in welche Richtung das auch gerade bei uns geht, wie wir eben Formate auch finden, um Nachrichten so zu transportieren, dass sie eben bei der Zielgruppe ankommen. Und ganz entscheidend ist da so ein bisschen auch vor allem die Mischung aus Entertainment und eben Information. Also gerade bei den Jugendlichen merken wir eben, dass es da andere Wege geben muss, um eine Nachricht auch zu transportieren. Und zum Beispiel, das sehen wir jetzt gleich auch in dem Video, machen wir das so, indem zum Beispiel unsere Hosts, währenddessen sie zum Beispiel den EZB-Leitzins erklären, dabei kochen oder wir machen, eine Host von uns macht ihr Make-up, währenddessen sie eben erzählt, wie viel man eigentlich für die Rente sparen muss. Also wir versuchen so ein bisschen Wege zu finden, dass man Aufmerksamkeit auf den jeweiligen Plattformen erstmal generiert und die Jugendlichen und jungen Erwachsenen auch dranbleiben, gleichzeitig aber wir eben auch die entsprechende Message rüberbringen. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal das erste Video rein. Dein Döner, bald bist du da. Der EZB-Rat hat sich gestern in Frankfurt getroffen und das wird sich auf deinen Geldbeutel auswirken. Warte mal kurz. Die EZB bestimmt nämlich den sogenannten Leitzins. Ich weiß, gruseliges Wort. Aber eigentlich sind damit nur die Bedingungen gemeint, für die sich deine Bank bei der EZB Geld leihen kann. Die hat natürlich keinen Zoll darauf und gibt die Kosten an dich weiter.
Das heißt, Kredite werden also teurer. Passen auch die Ratenzahlung für den neuen Handy. Aber Leute, das Ganze hat einen guten Grund. Wegen der Corona-Pandemie und dem ganzen Krieg ist ja schon vorher alles teurer geworden. Zum Beispiel Dönerzutaten. Und die EZB will jetzt verhindern, dass die Preise noch krasser steigen, indem sie den Leitzins erhöht. Einen Moment. Das macht Geldleihen teurer und dann haben natürlich weniger Leute Bock darauf. Außerdem wird bei hohen Preisen auch weniger eingekauft und stattdessen mehr gespart. Und mit weniger Nachfrage sinken langfristig die Preise. Also zusammengefasst, der EZB-Rat will dafür sorgen, dass du für dein Geld bald wieder mehr bekommst. Gönnt ihr euch eigentlich seit Inflation noch Döner? Schreibt's in die Kommis. Genau, das ist jetzt mal so ein Beispiel davon, wo wir eben merken, viele bleiben eben dran, um das Video eben auch zu Ende zu schauen. Und gleichzeitig haben wir eben dann die entsprechende Info mitgegeben. Was generell auch bei der Studie natürlich auch nochmal rauskam, wir müssen komplexe Themen gerade für die Zielgruppe der gering informationsorientierten natürlich so weit herunterbrechen, dass sie so einfach verständlich sind eben wie eben möglich. Auch da haben wir verschiedene Formate, mit denen wir experimentieren, nämlich mit der klassischen, wer hätte es gedacht, PowerPoint-Präsentation zum Beispiel. Das ist ein Format, was man auch relativ häufig dann auf TikTok zum Beispiel sieht, aber weniger im journalistischen Bereich, sondern tatsächlich eher in Richtung, was Content-Creator auch machen. Und das ist auch generell das, woran wir uns ein bisschen orientieren. Also was machen bekannte Creator, die eben bei der Zielgruppe auch ankommen und wie können wir deren Formate auch adaptieren für uns. Genau, das könnte zum Beispiel ein Thema sein, warum ist unser Grundgesetz wichtig, warum beeinflusst der Ukraine-Krieg auch deinen Alltag, also auch da bei den Themen schauen wir natürlich immer auch den direkten Bezug eben auch zu der jungen Zielgruppe herzustellen. Das eben zum Beispiel mit einer PowerPoint-Präsentation, wo eben auch erklärt wird, was ist eigentlich das Grundgesetz, warum ist das so wichtig. Und auch da können wir vielleicht einmal reinschauen. Oder auch reinzoomen. Wow. Manchmal spinnt. Mein Laptop spinnt manchmal ein bisschen. Moment. Und jetzt. So. Warum wir also nur dieses eine Grundgesetz am werden, ich sag's in 60 Sekunden. Weißt du noch, als PolitikerInnen und Politiker aus der AfD und CDU einen Geheimplan ausgeheckt haben, um Millionen Menschen aus Deutschland zu vertreiben? Und wer hat das hier gedroppt? Journalistinnen und Journalisten. Und wie hätten wir nie davon erfahren, wenn Journalistinnen und Journalisten das nicht hätten frei und unabhängig sagen dürfen? Und das ist die Pressefreiheit, die in anderen Ländern nicht so frei ist. Okay, kurz Pause, damit du das Plus wegmachen kannst für mehr News, die dich was angehen. Und Beispiel Russland. Dort werden Journalistinnen und Journalisten, die ihre eigene Regierung kritisieren, verfolgt und worst case bedeutet das krass. Das geht in unserer Demokratie in Deutschland nicht, denn das regelt das Grundgesetz. Ich finde das. Und wenn du jetzt denkst, I don't care, naja, wie bekommst du denn sonst deine Informationen? Woher weißt du, dass die da im Bundestag beschnacken? Wer wem das Geld zugesteckt hat? Oder wer sich gerade vor Gericht lief? Ups, nein, das hier. Und hier mal mit einem Zeitungsemoji für die Pressefreiheit. Genau. Was auch total entscheidend ist, natürlich da zu sein, wo die Zielgruppe ist, direkt mit ihr in den Austausch zu gehen, eben auch nicht nur über die Zielgruppe zu sprechen, sondern mit ihr. Auch dafür haben wir ein eigenes Format, wo wir eben auf die Straße gehen und über kontroverse Themen auch mit der Zielgruppe eben selbst sprechen, in Form von einer Umfrage zum Beispiel. Oder wir sind eben auch vor allem viel unterwegs, zum Beispiel bei unseren Newscans, von denen ich eben auch erzählt habe, wo auch eben unser Social News Desk Team mit vor Ort ist und da eben mit den Jugendlichen zum Beispiel selber auch an Formaten arbeitet, sie einbezieht, aber auch zum Beispiel eben solche Themen mit aufgreift, zum Beispiel auch in dem Video, wo es auch um das Thema Pressefreiheit ging und wir mal die Jugendlichen gefragt haben, hey, was verstehen sie eigentlich darunter und warum ist das eigentlich wichtig? Der Pressefreiheit. Why should I care? Das klären wir jetzt mal auf. Kannst du mir vielleicht erklären, was Pressefreiheit ist? Die Freiheit, dass du Sachen posten kannst oder sagen kannst, die einen selbst bewegen. Das, was gesagt wird im Internet beispielsweise. Was ist dir denn so wichtig da, dass es Pressefreiheit gibt? Jeder ist von Pressefreiheit betroffen. Also ich denke, das ist ziemlich wichtig für uns, da man ja dadurch auch sehr viel seine Meinung sagen kann. Was glaubst du, hast für Folgen für ein Land, wenn keine Pressefreiheit herrscht? Haben Sie vielleicht auch das Gefühl, dass Sie total viel verschwiegen bekommen haben und einfach nicht mehr so an dieses Land glauben? Also keine Wahrheit, dass die Bürger beispielsweise nicht wissen, was überhaupt abgeht. Es besteht einfach eine Diktatur. Journalismus kann da gar nicht richtig funktionieren.
Da merkt man auf jeden Fall, die Jugendlichen waren vielleicht schon ein bisschen aufgeklärter, dadurch, dass sie auch bei dem Newscamp mit teilgenommen haben. Genau, aber das ist zum Beispiel so ein Format, das wir eben in Richtung Umfrage auch machen, zum Beispiel zusammen auch mit den Jugendlichen. Ja, dann haben wir ein Format auch in Richtung, wie können wir eben Journalismus auch transparent machen, weil das ist eben auch ein ganz wichtiges Ziel, eben auch zu zeigen, was steckt eigentlich dahinter. Wir wollen eben zeigen, Journalismus ist keine Geheimwissenschaft, sondern das kann jeder verstehen auch und ist eben transparent und kann auch sozusagen auch jeder mitwirken und das verstehen. Deswegen haben wir dahingehend auch ein Format, wo wir zum Beispiel eben auch mit bekannten Gesichtern aus der Medienbranche zusammenarbeiten, aber da eben auch mal solche Themen abbilden wie, hey, wie funktioniert eigentlich ein Interview für die Tagesthemen? Also was muss man da vielleicht beachten? Oder welche Tricks schauen sich zum Beispiel TikTok-Creator auch ab von den Medien? Was sieht man da vielleicht eben auch auf TikTok, was vielleicht aus dem Journalismus kommt? Genau, also da geht es eben vor allem viel darum, wie können wir eben auch zeigen, was steckt eigentlich hinter Qualitätsjournalismus und warum ist Journalismus eben auch und warum sind Nachrichten so wichtig für unsere Demokratie und Gesellschaft. Genau, und auch da in dem Video haben wir ein bekanntes Gesicht, wird vielleicht den einen oder anderen bekannt vorkommen. Ey Leute, ich treffe heute Mr. Tagesthemen. Hallo, Sandeep. Also verrat uns doch mal deine drei Top-Hacks für ein richtig gutes Interview. Also zuerst ist die Vorbereitung. Je besser vorbereitet ich bin vom Inhalt her, desto besser kann ich auch auf Antworten reagieren. Das zweite ist zuhören, auf jeden Fall, um dann eben auch die Anschlussfragen besser stellen zu können. Und das dritte ist, kritische Fragen auf jeden Fall sind wichtig, aber immer verbindlich und freundlich auch im Ton. Also dass man da nicht in so eine pumpige Auseinandersetzung gerät, sondern dass es eben ein Gespräch bleibt. Genau, das war unsere gemeinsame Woche auch mit der Tagesschau, tatsächlich unsere erste Themenwoche, die wir hatten Anfang des Jahres. Ja, und ich hatte auch schon erwähnt, also was wir gerade auch viel machen und womit wir viel experimentieren, eben mit Live-Formaten, weil wir eben auch da merken, wie können wir eben direkt in den Austausch auch gehen mit unserer Community, sie da auch einbeziehen, die Fragen mit aufnehmen und das ist sozusagen das, womit wir uns gerade auch ganz viel beschäftigen, auch schauen, wie können wir einerseits auf YouTube einen Livestream aufsetzen und dann aber auch Inhalte wiederum rausziehen, zum Beispiel dann auch für unsere TikTok-Kanäle. Also wir versuchen schon aktuell mindestens einmal die Woche auch mit einem Live-Format rauszugehen und eben da auch mitten im Geschehen zu sein und dann eben auch mit der Community uns weiter auszutauschen. Ja, und abschließend vielleicht noch ein kleiner Input nochmal, was auch die Newscamps Modellprojekte betrifft. Ich hatte das ja eben schon in der Übersicht auch ein bisschen erzählt, was da eben total entscheidend ist und wo wir eben auch sehen, um eben Nachrichtenkompetenz zu vermitteln, das spielt Partizipation, Co-Creation eine ganz, ganz große Rolle. Also beim Social News Desk, da versuchen wir auch die Jugendlichen viel mit einzubinden, aber da geht es eher darum, generell auch sie über die sozialen Netzwerke zu erreichen. Newscamps und Modellprojekte, da wollen wir sie ganz stark mit einbeziehen und sie selber ins Machen bringen. Und ja, auch da gerne mal sonst auf unserer Website mit vorbeischauen. Wir haben diverse Newscamps jetzt auch aktuell noch in der Planung, die wie gesagt auch in NRW zum Beispiel jetzt mehrere geplant sind. Und auch was die Modellprojekte betrifft, haben wir da jetzt einige auch im Laufen. Und da auch stellen wir auch letztendlich die Ergebnisse bei uns auf der Website zur Verfügung. Genau, deswegen abschließend nochmal, wer dort vorbeischauen will, gerne einmal unsere Website auch besuchen. Auf news.de findet man tatsächlich alle Infos. Und soweit erstmal von uns, hier auch nochmal der Link zu den Studien. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für eine abschließende Fragerunde. Ja, genau. Erstmal vielen Dank an Sie beide.